Mein Name ist Nadine. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Karneit. Mein Name ist Efi. Ich bin ebenfalls 18 Jahre alt und komme aus Bozen. Wir starteten zusammen letzten Sommer ein einzigartiges Praktikum nach China. Deshalb haben wir auch chinesische Namen, Wei Na und Ai Wei. Wir besuchen gemeinsam die 5. Klasse der LHF Kaiserhof in Meran. In verschiedenen Bereichen wie Kochen, Service und Rezeption werden wir auf unsere Praktikas, aber auch auf unser späteres Arbeitsleben vorbereitet. Immer wichtig ist dabei ein ordnungsgemäßes Verhalten und ein gepflegtes Auftreten. Kaiserhof als berufsbildende Schule hat natürlich das Interesse, die Jugendlichen gut auszubilden. Unser Auftrag ist es entsprechend auch nicht nur theoretisch zu wirken, sondern eben auch angemessene Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten. Das ist einerseits Ziel, auf der anderen Seite auch der Auftrag an die Hotelfachschule. Und insofern sind wir der Meinung, dass der praxisorientierte und handlungsorientierte Unterricht ein wesentliches Bestandteil unserer Ausbildung ist und Projekte, Events und so weiter, die veranstaltet werden, hausintern sehr wichtig sind und essentiell für den beruflichen Werdegang und gleichzeitig auch die Praktika, die wir im Haus eben auch anbieten, ganz wesentlich sind, um das Erlernte, das wir in der Theorie erworbene Wissen auch dann in die Praxis gut umsetzen können. Das ist ein enormer Mehrwert in der Ausbildungsstruktur und darauf sind wir stolz an unseren Hotelfachschulen. Für unser Pflichtpraktika im Sommer 2018 stellten wir uns einer neuen Herausforderung. Es ergab sich die Möglichkeit, dieses am anderen Ende der Welt zu absolvieren. Und so kam es dazu. Ein glücklicher Zufall hat eigentlich mich mit einem Gründer der Universität in China zusammengebracht, Dr. Sean Shen. Und dann dauert es nicht lange, dass hier ein Interesse bestand, zwischen der Universität und der Landeshotelfachschule eine Zusammenarbeit abzuschließen. Gedacht war an einen Austausch der Studenten, vielleicht dass chinesische Studenten ein Sommerpraktikum machen und umgekehrt unsere Schüler ein Praktikum von 8 Wochen in China. Gesagt, getan, kam es dann soweit. In einem eher strengen Auswahlverfahren hatten 7 Studentinnen und Studenten die Chance, 8 Wochen ihr Praktikum an dieser Universität zu absolvieren. Efi und ich schafften es, das Auswahlverfahren gut zu überstehen. Mit den anderen 5 Schüler und Schülerinnen waren wir nun für unser Abenteuer bereit. Mit reichlicher Vorbereitung und Sitzungen über Verhaltensweisen in einem fremden Land konnten wir uns den benötigten Dokumenten widmen. Dazu gehörten verschiedene ärztliche Untersuchungen, ein Reisepass und natürlich auch ein Visum. Da 6 von 7 von uns noch minderjährig waren, musste eine Aufsichtsperson in China die Verantwortung über uns übernehmen und für unsere Sicherheit sorgen. Nachdem alles Bürokratische erledigt war, stand unserem Reisebeginn am 1. Juli 2018 nichts im Wege. Mit 30-stündiger Fahrt kamen wir im Campus der SIAS-Universität an, welches unser Zuhause für die nächsten 2 Monate war. Hello everyone, welcome to China. 欢迎来中国. Hey guys, welcome to China. Welcome to China. Die Universität befindet sich im Herzen Chinas, in der Region Henan. Es ist eine der wenigen Schulen Chinas, welche an amerikanische Standards angepasst ist und somit auch Englisch als Hauptrichtung anbietet. Die SIAS-Universität zählt über 30.000 Studenten und aufgrund dieses großen Andrangs besitzt sie einige Geschäfte sowie auch Restaurants, eine große Bibliothek und sogar 2 Hotels, in denen wir unsere Praktikas absolvierten. In diesen beiden Einrichtungen hatten wir die Möglichkeit, an der Rezeption tätig zu werden. Faszinierend war es, Einblicke in eine Arbeitswelt zu haben, welche Ähnlichkeiten mit unserer aufwies. So sind die Buchungsprogramme sehr ähnlich aufgebaut und nur in einer anderen Sprache vorhanden. Ein großer Unterschied, welchen wir uns nicht erwartet hatten, war die genaue Kontrolle des Personalausweises an der Rezeption, welche mit einer eigenen Maschine zur Gesichtserkennung vonstatten ging. Aufgrund sprachlicher Differenzen war es oft schwierig, mit den chinesischen Gästen direkt in Kontakt zu treten. Deshalb gaben sie uns auch die Möglichkeit, in anderen Bereichen mitzuhelfen, wie zum Beispiel im Housekeeping. Die Universität wollte uns zudem so viele Bereiche wie möglich näher bringen,
sodass wir auch in einem Fischrestaurant im Service mithelfen durften. Im Admission Office, das Büro zur Anmeldung an der Schule, konnten wir in Kontakt mit chinesischen Studenten und deren Eltern treten. Alle Studenten waren sehr fasziniert von unserer europäischen Kultur. Wir können behaupten, dass wir in diesen 2 Monaten viel menschenoffener geworden sind, was ein großer Vorteil im Gastgewerbe ist. Selbstständigkeit war auch ein wichtiger Teil unseres Lebens. Zudem auch die Fähigkeit, sich in anderen Kulturen einzuleben. In unseren Lebenslauf können wir nun eine neue Sprache hinschreiben, nämlich Chinesisch. Wir hatten die Möglichkeit, unser Erlerntes aus der Schule auch in diese Erfahrung mit einzubauen. Mitgenommen von dieser Zeit haben wir nicht nur einzigartige Kultur- und Arbeitserfahrungen, sondern auch viele neue Freundschaften, welche diese Zeit zu einem Abenteuer gemacht haben. Deshalb können wir sagen, dass es wirklich ein einzigartiges Praktikum war.